Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, und heute wieder mit einem React. Ihr seht es schon, die Twitch Clips Germany Folge 174, und da steht, das war Absicht. Ja, dann gucken wir mal, was da Absicht war. Und ja, wenn ihr mich da unten in der Ecke nicht so deutlich seht, hier ist gerade voll die Sonne rausgekommen und ich habe es nicht daran gedacht, da hinten zuzumachen. Deswegen seht ihr mich jetzt heute nicht ganz so toll. Das ist etwas blöde, aber wir werden das spätestens zur zweiten, zur zweiten Hälfte richtig machen. Das muss ich natürlich jetzt nachher wieder rausschneiden, aber wir starten mal mit den Twitch Clips Germany. Hallo. Mein Name ist Peter Maffay und Sie sehen gerade Twitch Clips Germany. Viel Spaß und gute Unterhaltung, halten Sie sich ein wenig Popcorn bereit, Anschnallen nicht vergessen und Vorsicht bei der Abfahrt. Ciao. Ja, da ging es dann auch schon los. Und wir haben da die Einleitung gesehen. Wir starten und machen weiter, genau. Die Lasern rein. Ja, ja, guck mal, du nicht um den Gegenschießen. Schießt du gegen, schießt du gegen. Ja, okay, schieß gegen, du reparierst, okay? Ja, ja. Hä? Nice, sehr gut. Ja, noch beide. Oh. Ich hab nichts gerafft. Dieses Tor. Oh mein Gott. Das war der Schuss des Jahrtausends. Okay. Okay, also das dürfte Worms gewesen sein. Ich habe jetzt auch wieder mal nicht oben auf die Ecke geachtet. Ich muss da drauf mir angewöhnen, auf die Ecken zu achten. Ja, irgendwie war das jetzt ganz komisch. Ha, so, jetzt seht ihr mich besser. Haha, ich bin doch gar nicht so dämlich, wie ich aussehe. Nein, so nix. War mir jetzt wieder ein toller Grund zum Klippen? Nein. Aber Bobs, so ein Jahrhundertschuss hat man nicht alle Tage. Und das war ein Jahrhundertschuss, definitiv. Guck mal auf hier, lieber, auf die Tür. Junge, hast du dir jetzt gerade eine Zigarette aus dem... Wie raucht sich so eine Arschzigarette so? Erstens mal, gute Frage. Zweitens mal, Junge, das war ein Mädel. Drittens, an der Animation sollten sie wirklich noch ein bisschen arbeiten. Weil, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Okay. Ich bekomme Geld dafür, dass ich mich abends mit Männern unterhalte. Ich bekomme Geld dafür, dass ich mich abends mit Männern unterhalte. Und manchmal bezahlen mich auch Frauen dafür. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde das demnächst genau so erklären. Das war jetzt wieder mal das typische Problem. Eindeutig, zweideutig. Und wir kennen das ja. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr zu lachen. Und Kistenkater, falls du das jetzt mit dem Herr meinst, und das bezog sich jetzt auf diese Dame mit dem Bezahlen, um mit Männern zu reden und manchmal von Frauen, sie ist ja eine Chatterin, also eine Twitcherin. Und da unterhält sie sich natürlich auch abends mit Männern und Frauen. Und viele davon haben Abos bei ihr. Und dafür kriegt sie Geld. Also wird sie fürs Reden mit Männern für bezahlt. Verstanden? Genau, der Groschen ist gefallen. Weiter. Dunkler Hintergrund, also dunkles Zimmer. Mich stinkt. Es ist ein Horror-Game. Mich stinkt. Wir kriegen gleich eine Erschreckung. Das habe ich doch auch schon reingenommen. Oh mein Gott. Ich habe mich gerade vor dem eigenen Brett erschreckt. Vor welchem Brett? Vor dem Klemmbrett oder vor dem Brett vorm Kopf? Wie kann man das Brett hochnehmen und sich davor erschrecken? Himmel, Leute, Moment mal gerade. Ich habe mir heute die Haare gewaschen und... bisschen besser, ja. Immer noch nicht perfekt, aber besser als gerade eben. Und jetzt hält sitzt dieser Kopfhörer nicht so, wie er soll. Herr Minty, war das ein richtig... Also war der ernst gemeint? Okay. Oh, fuck off. Laura. Okay, das ist was für Laura. Oh mein Gott. Was?
Also, jetzt habe ich diesmal gesehen. Er hat geklickt, das heißt, das Bild war vorbereitet. Das war kein Bild, was gerade in dem Augenblick gezeichnet wurde. Das war vorbereitet und eine Katze in einem Goldfischglas. Minu. So 1% von den... Was? Es wiegt 1% von den 100 Kilogramm. Also ein... 100 Gramm, sorry. Moment. Kistenkater, ich weiß, du bist nicht ganz so gut in Mathe, aber 1% von 100 Kilo sind wie viel? Nein, nicht ganz. 1 Kilogramm. 1 von 100. 1 Kilogramm. Da seid ihr gerade eben wieder den Schatten unserer Katze durch die Gegend laufen. Die hatte ja oft gehört, dass ich sie gerufen habe. Das macht ihr sonst nie. Okay, gut, nein, aber genau. Von 100 Kilogramm, ne? Ja. Also, zwei haben es richtig, Julia leider nicht. Warte, Julia ist nicht richtig? Ihm im Chat 100 Gramm gesagt, an die 100 Kilo. Oh mein Gott. Ich weiß, du bist nicht so gut im Rechnen und ja, diese Sprachaufgabe, ja, genau. Ja, aber das 100 Kilo war auch nicht richtig, weil 1% von 100 Kilo sind 1 Kilo, nicht 100 Kilo, nicht 100 Gramm. Die Dame hat es verstanden. Aber Kistenkater, hast du gesehen, die oben, die hatte dein Mikrofon, also genau das gleiche, wie du es hast. Hab ich gesehen. Fällt nämlich auf, dass ich dieses rote Leuchten. Oh mein Gott, ich bin so klug, ohne es zu wissen. Kann man klug sein, ohne es zu wissen? Eigentlich sollte man ja wissen, dass man klug ist. Man sollte es da nicht so zur Schau stellen. Gut, okay, das mache ich ab und zu. Also bin ich ja jetzt nicht das beste Beispiel dafür. Aber... ja, ich würde eher sagen, das war jetzt pures Glück, dass du die Tonne genau dahin geschmissen hast und dass dieses Programm eine perfekte Kollisionskontrolle hat. Wir kennen genügend Spiele, bei denen das nicht der Fall ist. Da würde der Gegner einfach durch das Fass durchrennen. Ich nenne jetzt mal eins aus dem Anhieb heraus, WoW. Spiel ist ein bisschen kaputt, Leute. Bei dir ist doch ein bisschen was anderes kaputt als das Spiel, habe ich das Gefühl. Wie kann man denn 20 Mal gegen dieselbe Stelle springen und nicht feststellen, dass man da nicht rüberkommt? Hallo? Sei froh, dass du nicht tot umgefallen bist. Das ist nicht cool. Wir wollen das auch gerade wissen. Ja, wir wollen das auch ein bisschen. Ja. Wir wollen das auch gerade wissen. Boah, die Millionen von... Willst du mich verarschen, Jen? Das war mit voller Absicht, war das. Also, wenn man zusammen spielt dieses Spiel, ist es der Sinn dahinter, die Würmer des Gegners so weit kaputt zu machen, dass keiner mehr da ist. Also hat sie das doch perfekt gemacht. Außer es war ihr eigener Wurm. Dann war es natürlich dämlich. Das war die Lache von Chen. Die lacht immer so. Dream a little dream of me. Stars finding, but I linger on dear. Still craving your kiss. Also ihre Stimme ist um einiges schöner beim Singen, als wenn sie lacht. Und den Stuhl gucke ich mir später nochmal an. Ich muss das ja hier eh schneiden und dann kann ich mir den nochmal angucken. Werde ich mir aber merken. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. What the fuck?
Kennst du das, Kistenkater? Hä? Das blinkt. Was? Was passiert hier? Was war denn da? Okay, siehst du, da kannst du selbst hier noch was dazulernen. Also, erstens mal hatte dieser Dinosaurier eine unheimliche Reichweite, dass er ihn noch Kilometer wahrscheinlich weit immer noch treffen konnte. Und dann ein Fallschirm. Und am Ende ist er noch gestorben, weil er hingeht, weil er wahrscheinlich gegen die Außen, gegen das Ende der Karte geknallt ist. Interessant. Also langsam wird für mich arg doch so, ich könnte es mir mal angucken. Oh, ich bin enttäuscht. Okay. Okay. Ich hab meine Hand, au. Erstens mal ein süßes Quieken. Zum Zweiten, wo hat sie sich die Hand gehauen? Und interessantes Spiel. Aber das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, in dem Augenblick mit dem Hund hätte ich mich auch, oder mit dem Wolf, es war ein Wolf, mit dem Wolf hätte ich mich auch erschreckt. Weil ich damit wahrscheinlich nicht gerechnet hätte. Wobei, jetzt würde ich mich wahrscheinlich nicht erschrecken, weil ich weiß ja jetzt, dass dieser Moment kommt. Aber interessant. Viele vergleichen sich ja immer mit so Disney-Prinzessinnen und sowas, ne? Oh, wenn ich eine Prinzessin wäre, wäre ich die Disney-Prinzessin. Ich wäre Dory. Ah, okay, Kistenkater. Ich wäre keine Disney-Prinzessin oder sowas, ich wäre Dory. Komplett. Wirklich. 1:1. Das wäre mein Disney-Charakter. Ich habe mich jetzt schon wieder vergessen, wo ich lang... Alter. Erstmal fand ich es jetzt so äußerst interessant, dass sie genau im richtigen Moment gestockt hat, als ich was gesagt habe. War perfekt getimed, super. Zweitens, dass sie wie Dory wäre, passt. Ich kenne sie, ich bin ihr schon öfters gefolgt, also habe schon öfters ihre Streams verfolgt und sie ist ein bisschen vergesslich. Also es passt, Dory passt, ja, genau. Und nice Game, ja, falls du gesehen hast, was es ist, ansonsten guck ich demnächst nach. Das war schlau. Fliehkräfte, ne? Nicht nur Fliehkräfte, dein Mikrofon ist nicht gut eingestellt. Es ist zu kratzig, also das sollte mal ein bisschen der Pegel nach unten. Aber leckere Brote, jetzt habe ich Hunger, obwohl ich gerade erst was gegessen habe. Bei uns gab es Hot Kotelett. In 100 Schritte rechts abbiegen. Ich laufe jetzt einfach. Oh Gott. Ganz kurz, du bist gar du nicht musst das Spiel Pausenmenü noch schließen. Also der Charakter von dem V-Tube war nicht gut animiert. Aber er sah süß aus. Und wenn man laufen will, sollte man das Pausenmenü natürlich schließen. Sonst kann man laufen, so viel man will. Aber man kommt nicht von der Stelle. Geschweige denn, dass überhaupt was passiert. Yeah. Oh, das waren schon ganz schön viele, oder? Vielleicht sollten wir nochmal 6 drauf tun. Oh, wie viele war ich? 5? Upsi! Na, wo kam das denn her? Ich habe Fragen, aber ich fürchte mich vor den Antworten. Was bitte war das? Manche Leute haben wirklich vor gar nichts Angst? Oder wie nennt man das? Ich komme gerade nicht drauf. Ich bin völlig verwirrt. Wir werden hier im Auto schlafen und wenn uns die Zombies auf den Piss gehen, fahren wir weg. Ich glaube nicht, dass sie mit dem Auto noch wegfährt. Und wenn die Zombies ihr jetzt auf den, wie sie so schon gesagt, Piss gehen, dann hat sie ein Problem. Problem. Definitiv. Genau. A whole new world. That's where we'll be. Thrilling chase. A wondrous place for you.
Also, toll gesungen, schönes Lied. Ja, aber bei Voice of Germany will ich mich trotzdem nicht melden. Die sind ja alle nackt. Kein Aufstehen. Okay, warum stehst du auch? Warum? Was soll das? Ich war pissen! Ja, gut, okay, das ist nicht mein Problem. Das sollte man vielleicht vorher absprechen. Dann passiert sowas auch nicht. Ja, das ist ein seltsames Game. Hast du recht, Kistenkater. Ja. Ich spring aus, weil ich hab einen Fallschirm. Jo. Sympathisch. Kannst du ihn übrigens landen. Wow. Oh Mann. Boah, das wäre so lustig, wenn ihr Er hat doch gesagt, er kann landen. Er hat doch nur gemacht, was er gesagt bekommen hat. Und, na, seien wir ehrlich, also, dazu gehört schon was. Oh nö. Scheiße. Das ist so eine Aluhülle. Und seht ihr, dass die ist hier eingedellt? Und jetzt kommt das Ding nicht raus. typischer Vorführeffekt. Und du meinst das Far Cry, ja, das ist komisch. Ich kann die ganze Reihe irgendwie nicht besonders ab, aber das war jetzt gerade der Vorführeffekt. Ach, das soll's. Ich muss den ja jetzt hier ordentlich mal testen. Oh! Tschüss. Seht ihr? Da habe ich jetzt was gesehen, was mich daran erinnert, dass ich vergessen habe, ein Schild anzumachen. Das mache ich jetzt auch sofort an, nämlich das hier. Die Dauerwerbung da oben. Da war nämlich Werbung eingeblendet von Mr. Spex. Ja. Kennen wir? Mein Mann hat seine Brille von denen. Glaube ich doch zumindest. War doch Mr. Spex, wo mich alles täuscht. Ja. Und dieses Auto war eine Selbstmordfalle. Genau. Und das fand ich so toll. Ich glaube, er hat das anders geplant. Auch mit dem Austesten. Weil der Test lief sehr kurz ab. Aber man hat gemerkt, kauft euch keinen Buggy für die Eiswüste, weil nützt nichts. Das Ding geht in die Luft. Warum hab ich immer solche Augenringe? Aber wenigstens einen Ring, wenn ich schon keinen am Finger habe. Ich bin nämlich noch Single. Hast du schon mal einen dummen Spruch gebracht, oder wie? Das war mehr als dummer Spruch. Abgesehen mal davon. Also Augenringe, kann ich dir sagen, wo die herkommen? Von wegen Schlaf. Zweitens, das war ein ganz dummer Spruch und der war völlig deplatziert und ja. Ja. Geschieht dir recht. Ergonomischer Dosenspritzer für Rechtshänder. Nicht Spritzer! Oh, komm, nee. Ich kann das voll nachvollziehen. Mir passiert das auch ständig, dass ich was anderes lese, als da steht und damit tolle Effekte erziele. Mein Mann kann da Bände von Geschichten bestimmt schon erzählen, weil er lacht sich dabei auch immer total scheckig, wenn ich was Falsches lese. Ich bin halt nicht so gut im Lesen. Zumindest nicht im Lautlesen. Aber ich geb's nichts zu. Scheiß drauf, ich hab keine Angst. Open the door. Was zeigt denn, Alter? Wie war das? Ich habe keine Angst. Okay. Wenn so keine Angst aussieht, dann habe ich definitiv auch keine Angst. Ich würde an der Stelle auch kurz reingucken. Es ist nicht mega schlimm. Es ist. Oh, Moment, ich muss mal kurz das Licht wieder leiser machen. Also. Moment, man kann das Licht lauter und leiser machen? Ich dachte, das macht jemand beim Ton. Und nicht bei,
bei Licht. Licht macht man an und aus. Ja. Ja, du hast es auch gehört. Man kann jetzt Licht leiser machen. Nudels, machst du High Five? Das war eine geile Reaktion. Oh Mann. Oh. Hat's halt auch gedacht. Oh Gott, Alter, lass mich doch in Ruhe. Ah, geil. Das war doch besser als High Five. Ja, mich auch. Das ist ja eine ganz normale Brücke. Man hätte hier den größten Schmuh bauen können. Du hast den größten Schmuh gebaut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das, was ich gebaut habe, schlecht ist. Aber es hält nicht. Und das ist das Problem. Also, du hast nicht gut, was du gebaut hast. Allein das. Allein hierfür... ich will nicht tilten, ich will nicht tilten. Ich überlege einfach, ob ich jetzt ins Ninja-Level gehe. Ich glaube, ja. Oh, was ist jetzt passiert? Abgestürzt. Ach du Scheiße. Oh no. Yep, ich befürchte Konsole-Rip. Ja, das kann passieren. Das kennt man. Und ja, genau. ja, auch Konsolen kriegen Bluescreens, wie man sieht. Allerdings kenne ich das von den alten Konsolen, kenne ich das gar nicht so. Also zumindest nicht in dieser Situation. Aber okay, gut. Falls ihr euch gerade wundert, was ich gerade gemacht habe, ich habe was hier im Programm zu gemacht, das dafür gesorgt hat, dass die Tastleiste hochgekommen ist, weil die sollte nämlich eigentlich nicht hochkommen. Was aber wieder dazu führte. Genau, so. Oh, den Drachen kenne ich doch irgendwoher. Aber es geht hier um die Tiere im Hintergrund. Was machen die denn für den Gische Spielchen? Das waren ja zwei interessante Eichhörnchen, und was die für den Gische Spielchen gemacht haben. Rum um den Baum, hoch, runter, rum um den Baum, hoch, runter. Aber ich fand die Drachenleuchte vorne gut. Ja, ja. So, siehst du bei Paul, was ich sehe? Nee. Paul hängt. Paul, schön wie immer. Was ist denn da los? Sag mal, aber irgendwie, ich möchte noch ganz kurz eine Sekunde genießen, bitte. Das war fies. Und Paul hat den Hänger und mit der Lippe geschuckt. Interessant. Bab, bab, bab. Und dann? Scheibenkleister. Gut, dann halt so. Wenn mich das PNG veräppeln möchte, dann halt so. Das ist nicht gut freigestellt. Definitiv nicht. Und ja, genau. ja, also. Da sollten wir noch dran üben, an dem Freistellen. Ah. Nein. Doch. Nein. Das war nicht nett. Das war wirklich nicht nett. Kurz vorm Ausgang noch abgefangen zu werden von den Fängern. So kann es gehen. Genau. Ah, das tut mir jetzt ja noch, das ist ja noch schlimmer als beim letzten Mal. Au. Ah. Also, ich brauche ein paar neue Ohren, definitiv. Schatz, schreib sie mal bitte auf die Einkaufsliste. Also, mir geht's gut. Ich find's gut. Ach, das gehört ja noch dazu. Okay, ja. Also, so ungefähr fühle ich mich jetzt auch. Also, schon am Tisch mit der Hand nach oben. Aber, ja. Die werde ich dich drum bitten. Alles gut, nein, alles gut, war ein Scherz. Ja, eigentlich müsste man mir echt Balloonen nennen.
Wir müssen eins müssen finden. Wir müssen ihn Baloo nennen. Ambomble, du bist der nächste Ochse. Aber das ist safe als Baloo. Sie hat diesen Ochsen Baloo gedacht, warum auch immer. Das habe ich nicht verstanden. Aber vielleicht muss man ihr folgen, damit man versteht, was sie ist. Aber den Herrn da oben kenne ich. Ja, genau. Holla, ah, den Ochsen haben okay, wir benannt. Okay. Die kriegt gleich einen Ochsen vor der Schnute. Die soll den mal schön Nee, warte mal, wenn sie den umbringt, ist auch nicht viel besser für mich. Habe ich jetzt verwechselt, den Herrn. Deswegen, ah, er war derjenige, der, nachdem der Ochse benannt wurde. Auch interessant. Und ich sollte... Moment mal gerade. Ich sollte, glaube ich, anfangen, darauf zu achten, dass ich die Clips an der richtigen Stelle stoppe. Von uns beiden, dann geh. Okay, Freunde, ich muss jetzt echt pinkeln. Und danach gehen wir ins Rally, okay? Was wollte ich machen? Wir wollten spielen. Disney! Nicht wirklich, oder? Ach so, ich wollte kurz Pause machen. Das war jetzt nicht ernsthaft sein, also nicht wirklich sein Ernst, oder? Dass er nicht mehr wusste, was er war. Also, ich kenne ja Leute, die haben Kurzzeitgedächtnisverlust, aber das war jetzt die Krönung aller Kurzzeitgedächtnisverluste, die ich jemals gesehen habe. Man sagt was und im nächsten Augenblick weiß man schon nicht mehr. Ich habe heute irgendwie einen Frosch im Hals. Ja. Also, Kisten, gerade bevor die Frage kommt, so schlimm bist du definitiv nicht, nein. Ja, ich komme. Wenn wir das jetzt verlieren, gewinnen die, ne? Das ist die Weisheit der Woche. Wenn wir verlieren, gewinnen die. Das ist, können wir uns so merken. Und ich würde, wie gesagt, sagen, wir machen das jetzt zum Thema der Woche und handeln danach. Wir gewinnen, nein, wir verlieren, damit die anderen gewinnen. Nein, natürlich nicht. Also wird nicht verloren, damit andere gewinnen. Jeder soll gucken, dass er gewinnt. Genau. Und ich bräuchte gefühlt alle halbe Jahre, einmal im Jahr, alle halbe Jahre, alle drei Monate, keine Ahnung, irgendjemand, der sagt: Hi, ich kann übrigens in die Zukunft schauen. Hi. Also was hältst du? Einmal im Jahr, einmal im halben Jahr, einmal alle drei Monate. Entscheid dich. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann kannst du ja entsprechend deinen Sprachassistenten dazu bewegen, das zu machen. Dir das zu sagen, genau. Oh, Horror. Yo, alles klar? Was ist passiert? Ah! Oh Gott! Warum erschrecke ich mich? Ich wusste doch, dass hier gleich ein Jumpscare kommt! Das war wirklich eine geile Reaktion. Erst versteckt sie sich, dann weiß sie genau das, was kommt, und an derselben Stelle erschreckt sie sich selbst. Geil. Das ist geil. Genau, richtig. Denk dran, nicht trinken, was du da in der Hand. Oh ja. Gruß an die Ilfreides. Zu planen dabei und so funktioniert was, was auch. Genau, richtig. Ja, die Szene kenne ich doch gut. Die hatten wir vor einiger Zeit bei uns hier im React, in den Twitch-Clips Germany drin. Ja, so kann es gehen. Man sollte immer darauf achten, was man trinkt. Deswegen habe ich grundsätzlich immer nur eine Tasse auf dem Tisch. Ja. Nein, manchmal habe ich auch zwei oder drei stehen. Aber ich weiß grundsätzlich immer genau, woraus ich trinke. Und deswegen kann mir das nicht passieren. Ich habe hier wieder schönen Tee drin. Der ist auch gut für meine Stimme. Irgendwie klappt es noch heute nicht. War schon ein bisschen doll. Also ich hätte auch gar nicht gedacht, dass ich überhaupt so doll werden kann mit einem fucking Toaster, aber anscheinend schon. Ja, schaut mal. Seht ihr das geschmolzene Gewürzregal? Da?
da? Das war schon ein bisschen krass. Was zur Hölle? Wie zum Geier hat sie das eingestellt, dass der Toaster, der unten steht, das Regal oben schmilzt? Was ist das für ein Toaster? Ein Hochleistungstoaster für Vakuumeinsatz? Ich will wissen, was das für ein Toaster ist. Ich trinke. Okay, hol über den Glas. Ist da gerade eine Fliege rausgekommen? Oh mein Gott. Ja. Ich würde die Fliege mal anhalten und pusten lassen. Die hat garantiert einen viel zu hohen Promillewert, um fliegen zu dürfen. Diese Stelle ist natürlich für Anfänger und Amateure ein echter Albtraum. Ich liebe seine Rückblickvideos, also sprich, er nimmt sich irgendeinen alten Gegenstand und erzählt die Geschichte von diesem. Er hat dafür eine geile Stimme. Aber wenn das ein Albtraum für Nichtkönner und Laien ist, was warst du dann, bitteschön? Think about it, Josh. Hä? Think about it. Alter Junge! What the fuck? Mein Kescher, Josh! Mein Kescher! Ich hab deinen Kescher, aber... Junge, what the fuck, Alter? Habt ihr euch die Stelle vorher nicht angeguckt? Weil ich meine, normalerweise hätten wir doch festgestellt, dass da auch mal bei etwas höheren Wellen Wasser drüber kommt. Aber gut reagiert mit dem Rucksack. Weißt du, und dass ich es schön finde, wie du bist. Kati, das ist nur für dich. Ich hoffe, du fühlst. Was zum Henker war das? Ich weiß, das war ein Lapdance an der Stange. Das ist mir schon klar, aber für was? Muss ich das verstehen? Nö, muss ich nicht, glaube ich. Also, egal. Also die Papageien hatten ihren Spaß, glaube ich. Die Spritze kann man danach zwar nicht mehr benutzen und ich hätte sie ihnen wahrscheinlich auch nicht so lange gelassen, aber ja, sie hatten ihren Spaß. Mal sehen. Aufstieg rechts, exit left, right. Jetzt wissen wir wieder, warum die Bahn solche Probleme hat. Vor allem Dingen mit Zugpünktlichkeit. Weil die Zugbegleiter auch nicht wissen, ob die Leute rechts oder links aussteigen müssen. Ich weiß, das war jetzt wieder kein gutes Wort für die Bahn, aber es passte gerade. Du hast sehr schöne Augen, die Brille unterstreicht diese sehr schön. Dankeschön. Dadurch, dass es nicht mehr getönt ist, sieht man jetzt... halt einfach viel mehr, auch ein bisschen klarer meine Augen so. Hi. Frage, an wen hattet ihr euch jetzt erinnert? Mir kam da gleich eine Person in den Sinn, aber es ist interessant, dass Ephraim das kann, ja. Aber ich muss wirklich sagen, die Brille steht ihr wirklich und betont ihre Augen wirklich. Also da hatte der Chatter recht. Wieder kommen, der Chat ist doch am Laufen, beziehungsweise der Stream ist doch am Laufen gewesen, also, aber das war mal eine Erschreckung. Ich habe ja schon gesehen, dass sich Frauen so erschrecken, aber Männer? Okay.
Glaubst du nicht, dass er das feststellt, wenn er sich rumdreht und sieht, dass da ein Fleck auf dem Boden ist? Ich meine nur, das Glas vielleicht nicht so enthusiastisch öffnen. Und bevor die Frage kommt, nein, mir ist das noch nicht passiert. Mir sind schon andere Dinge passiert, aber noch nicht das Verschütten eines Gurkenglases. Ich gestern. Guck mal hier durch die Wand. Ich guck mal hier. Oh mein Gott. Ja? Da sind drei Leute drin. Komm mit, ich beweise dir das. Okay. Ja. Da, Sammy, du und ich. Drei Leute drin. Boah. Ich hab in die Zukunft geschaut. Der Fortune ist einfach. Also, das war ein guter Trick. Definitiv. Einer war drinnen, zwei gehen rein, sind drei drinnen. Perfekt, um das vorherzusagen. Allerdings waren am Ende vier drinnen. Also, die Vorhersage war nicht ganz richtig. Oh, der ist ganz... Guck mal, der ist ganz zahm. Oh, der wird mein neuer bester Freund. Es ist Müll. ist dein Freund auch Müll? Man fragt ja nur mal so freundlich. Ja. Und Müll kann sehr gut zum Freund werden. Schaut euch Castaway an. Da seht ihr, ein einfacher Ball kann ein Freund werden. Ich erzähle nun eine Geschichte von Bienchen und Blümchen. Nein, das kann ich übrigens mal gesagt. Ach, halt doch die Schnauze. Okay, mach ich. Musste das jetzt sein? Ich wollte endlich einmal wissen, was es mit diesen Blumen und Bienchen auf sich hat. Niemand kann mir das erklären. Ich weiß, worum es da geht oder für was das stehen soll, aber diesen Zusammenhang zwischen Blumen und Bienchen, das konnte mir doch keiner erzählen. Vielleicht hätte ich doch gestern auf der Buchmesse das Buch mitnehmen sollen. Du, ja, das sag ich dir. Eigentlich müssen wir rein und dann auf. Oh Gott! Sammer! Hallo? Letzte Woche hatten wir ein Motorrad, das LKWs durch die Gegend schubste und ganz blieb. Diese Woche haben wir ein Boot, das einen Tanker oder ein Containerschiff rammt und auch ganz bleibt. Ihr solltet mit diesen Fahrzeugen in Massenproduktion gehen. Nein! Doch! 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 Alter! Autsch! Und tschüss! Und weg ist er! Man kann es sich mit dem Aufregen auch ein kleines bisschen übertreiben. Die ist nicht so lieb. Ich komme aus Berlin, ich bin nicht nett. In 7 Jahren habe ich es offensichtlich nicht gelernt. Die Hand! Okay. Die Hand! Ich hab's gerade nur in. Ich hab's gerade nur da drüben gesehen, wie er sich da so streckt. So, ich weiß, viele Menschen finden diese Katzen absolut hässlich. Sphinxkatzen. Ich muss sagen, sie haben was. Auf ihre Art sind sie schön. Auf ihre Art. Und man muss diesen Blick dafür haben. Für alle, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt erschrecken werde oder nicht. I try not to. Ich bin sicher, du erschreckst dich. Arschloch. Sag doch, du erschreckst dich. Weil das passiert immer, wenn man das nicht weiß, dass es erschreckt. Ah. Ja, genau. Ein typisches Bild aus einem japanischen Adventure. Nein. Ich habe Fragen zu diesem Spiel. Also ich weiß ja, dass es Menschen gibt, die mit Ablehnung nicht leben können, aber dass jetzt auch schon Computerspiele mit Ablehnung nicht leben können. Die KI geht doch mittlerweile sehr weit. Kayo,
Caillou. Der mit der Glatze. Damit ihr es wisst, so, das bin ich nicht. So sehe ich nicht aus. So sehe ich nicht aus. Stimmt, es fehlt der Schnupper, es fehlt der Bart. Das bin ich nicht. So, das bin ich absolut nicht. Stimmt, es fehlt der Bart. Aber wenn der Bart da wäre, dann wärst du's. Definitiv. Was passiert? Scheiße, ich war kurz nicht da. Wer hat verloren oder wer hat gewonnen? Wir haben verloren. Was ist passiert? Dann haben die anderen gewonnen. Du hast nicht gewonnen. Logische Aussage. Wenn die anderen gewonnen haben, dann hat er natürlich nicht gewonnen. Ist ja klar. Also heute haben wir wieder eine Folge Twitch Clips Germany meets Logo. Twitch Clips Germany meets Logik. What the frick is this? Oh, I love it. Das ist ja geil. Also so geht's an amerikanischen Tankstellen ab. Interessant. Schatz, wir müssen unbedingt mal nach Amerika fahren. Wir umarmen uns und ein Küsschen geb ich dir. Keiner ist so froh wie wir. Bevor die Frage kommt, ja, das macht sie öfters. Das ist Milchbaum. Hast du von dem Restaurant auf dem Mond gehört? Da gibt es super gutes Essen, aber leider keine Atmosphäre. Ich will nicht mehr. Wieso? Er hat doch nur recht. Ich weiß zwar nicht, ob es auf dem Mond wirklich ein Restaurant gibt, aber eine Atmosphäre gibt es da definitiv nicht. Oh, ist nicht gut. Mann! Könntet ihr sowas lassen, wenn ich am Trinken bin? Das ist ja lebensgefährlich. Ha. Den Move finde ich echt nicht geil. Meine Mutter ist doch echt nicht stolz auf mich, wenn die sowas sieht, ey. Jetzt guck mal, diese schon wunderschönen Füße. Die sind nur ein bisschen verschwitzt. Jetzt habe ich gleich gerade vor lauter Schreck, weil mir hier wieder mal mein Gerät nicht das macht, was es soll. Ja, genau. So, ich muss hier gerade nämlich mal was. Okay. Weil ihr habt nämlich jetzt schon wieder die ganze Zeit ein und dasselbe Lied im Hintergrund, weil dieser Player nicht das macht, was er soll. Ist echt, ja. Genau. Jetzt habe ich vor lauter Schreck diesen einen Clip verpasst. Dafür habt ihr jetzt keinen Rekt. Seid ihr mir jetzt was voraus? Ich werde es erst sehen, wenn ich die Folge nochmal zum Schneiden sehe. Und ja, genau. Ich weiß, du musst mir nicht immer sagen, dass du mir einen Clip in VR geschickt hast. Das kriege ich automatisch angezeigt. Aber es ist schön, wenn du das gemacht hast. Ja, passt. Den würde ich wahrscheinlich, wenn es der richtige ist, auch diesmal wirklich einschicken. So, jetzt machen wir hier weiter. So. Hallo. Du musst aber dann Essen auch noch mit dem Fuß. Moment. Das zählt schon. Krass. Ja, sonst wäre Lebenszwischen. Hast du recht. Das zählt schon. Ich möchte es nicht sehen. Ja, das zählt. Krass. Was? Das ist wirklich weird. Alter. Oh mein Gott. Alter. Ist der das? Oh. Nicht schlecht. Respekt, also das nenne ich mal Gelenkigkeit. Ich würde es nicht nachmachen, abgesehen davon, dass ich nicht so gelenkig bin, aber ich würde es nicht nachmachen, weil es im Endeffekt ein bisschen, ich persönlich finde es jetzt ein bisschen unhygienisch, aber Respekt, dass er so gelenkig ist, ja. Warte, hier schon wieder Blödsinn? Das sieht falsch. Diese Folge ist nicht jugendfrei und manche Spiele bringen sowas.
und laden dazu ein, sowas nachzumachen. Nein, ihr sollt das jetzt natürlich nicht nachmachen. Ich hol das raus, wenn es kalt ist, oder? Und ich sag, ah, Sau, Alter, es kommt gerade aus dem Ofen. Er sagt auch noch, nein, er sagt es auch noch. Ich hole es raus, wenn es kalt ist. Er hat es gerade aus dem Ofen geholt. Dass es da noch nicht kalt ist, ist doch klar. Männer. So, Freunde, und wenn euch der Spaß gefallen hat, dann klickt den Abo-Button bei Twitch Clips Germany. So, das ist es. Doch, ja, das waren die Twitch Clips Germany für diese Woche. Eine schöne Folge, muss ich sagen, hat mir gefallen. Ich habe mich sogar erschreckt. Also, ich bin doch nicht schreckfrei. ja, und wie schon gesagt, wie ihr gerade schon gesagt bekommen habt, natürlich Abo bei Twitch Clips Germany dalassen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr dann auch gleich ein Like da lassen. Das mache ich jetzt auch. Ich mache das jetzt mal ein bisschen kleiner. So, dann seht ihr wieder, ein Like ist da gelassen. Abonnieren brauche ich nicht, weil abonniert ist es bei mir schon. Ich habe ja jede Woche die neueste Folge von ihnen. Und da ihr ja gerade dabei seid, könnt ihr das Ganze natürlich auch hier auf dem Kanal machen. Like da lassen, ein Abo da lassen. Und wenn ihr da unten sowieso gerade unterwegs seid, in einen Kommentar hinterlassen mit Anregung, Kritik, Fürsprache, Videos, die wir uns gerne mal zusammen angucken können und so weiter. Ich reagiere darauf und wir sehen uns definitiv wieder in der nächsten Woche bei der nächsten Folge Twitch Clips Germany.